Titty. Und du bist sicher, dass wir das gucken sollen? Ich dachte, wir sollten ein Kokovin zubereiten. Vielleicht hätten wir doch nicht die DVD aus Papas Schublade nehmen sollen. Auf der Verpackung steht Koksukea. Wie oft denn noch, das heißt Koksaka. Könnt ihr euch gucken, ihr Scheißblagen. Wo ist der Kuchen? Welcher Kuchen? Magdalenas Geburtstagskuchen. Wer ist Magdalena? Deine, unsere Tochter? Wir haben gepoppt. Geil. Du bist so ein Arschloch, Henry. Wer ist Henry? Das geht so nicht weiter, Henry. Ich suche mir eine Wohnung. Was? Ich gehe, weil der Film sonst keine interessante Handlung hat. Aber meine Filme haben nie eine interessante Handlung. Jetzt, wo Katharina auszieht, werde ich bei dir einziehen. Ja, nur für eine Weile, bis es wieder bergauf geht. Warum? Ich bin der leibliche Vater und auch ich finde unsere Tochter süß. Aber das ist doch total geklaut von Tour and a Half Man. Naja, du klaust doch gern. Stimmt. Weißt du, wer jetzt bei uns einzieht? Ein Pädophiler. Der kann ruhig kommen. Braves Mädchen. Weißt du, nur weil dein Papa eine neue Freundin hat, heißt es nicht, dass er dich nicht mehr lieb hat. Wirklich? Quatsch, ich weiß nicht mal, wie du heißt. Hey, es ist schon 22:30. Warum ist Magdalena noch nicht in der Schule? Magdalena, zieh dich an. Ich schmeiß dich dann an der Schule raus. Und was ist denn jetzt mit Frühstück? Ihr habt Pizza gegessen? Nein, nicht nur Pizza. Pilze und Koks. Und Heroin. Und Crystal Meth. Ich mein's ernst, Henry. Gesunde Ernährung ist das A und O in Magdalenas Alter. Ich wollte, dass du Verantwortung übernimmst. Und verantwortungsvoll wie ich bin, habe ich ein Kindermädchen eingestellt. Ich dachte, wir drehen Pornos? Das muss ja keiner wissen. Weißt du, Eltern lieben ihre Kinder bedingungslos. Gut, ich wollte dir schon lange sagen, du bist kein guter Schauspieler. Was? Du, kleiner Drecks! Lang. Ich hab schon bei Tarantino mitgespielt. Ich hab nur Nougat-Bits. Ich hab drei Worte für dich. Ich kann nicht zählen. Sie wohnen hier also zu dritt? Nee, zu viert. Scheiße, du kannst echt nicht zählen, oder? Wir hoffen, euch hat diese Parodie gefallen. Was ist euer Lieblings-Til Schweiger-Film? Schreibt's in die Kommentare! Meiner ist Koksaka 2. Jo, weiter geht's dann entweder mit meine Jones einer Parodie auf meine Clocks oder andersrum. Oder mit der letzten Til Schweiger-Parodie auf den ersten Koksaka-Teil. Welt wie immer weise, wir sehen uns nächsten Freitag!